Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir meine High-End-Favoriten. Ich liebe ja solche Videos, das macht immer enorm viel Spaß. Und ich glaube, zuletzt, entweder habe ich es vor einem Jahr gemacht oder vor 2 Jahren. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es haben sich definitiv Sachen geändert. Und ich würde sagen, wir updaten es, wir quatschen drüber. Let's do this. First up, wir beginnen mit der Kategorie Primer. Primer. Und zwar mein Lieblingsprimer ist definitiv der von Kaya, der Red Carpet Prime. Ganz, ganz toll. Das ist eben so ein. Ich kann sicher nicht swatchen, aber ich will eigentlich. Eigentlich möchte ich nicht swatchen, weil ich möchte nicht, dass das Video so lang wird. Aber das ist eben, wie ihr sehen könnt, so ein Schimmer. Schimmer Dewy. Es ist wunderschön, dass das Primer. Es legt sich schön, das Make-up. Es sitzt wunderbar auf dem Primer. Der ist wunderbar. Das ist für mich aber auch so ein Special Occasion Primer. Den benutze ich nur natürlich. Wir sind nicht bei meinen High-End-Favoriten. Das ist das teure hier. Das heißt, ja, der wird immer benutzt, wenn ich heute möchte ich so richtig hübsch ausschauen. Dann wird er verwendet. Ich habe ihn heute zum Beispiel nicht oben, wenn ihr euch das fragt. Zweiter Favorit ist definitiv, den habe ich hier noch in der Verpackung, habt ihr nämlich auch schon aufgebraucht, und zwar ist es der Kaya The Shield. Das ist definitiv auch ein Favorit von mir, vor allem im Sommer, weil es eben auch SPF drin hat, das heißt SPF 50, zieht wunderschön ein, ist super leicht auf der Haut, ganz, ganz toll. Natürlich zu all diesen, ich glaube fast zu all diesen Produkten gibt es Videos auf meinem Kanal, im getestet, im aufgebraucht, also wenn ich dann noch mehr Feedback zu den Produkten, guckt's da rein. Ich will echt versuchen, nichts zu swatchen in diesem Video. Ich weiß, vielleicht wollen es Leute, aber dann guckt's meine anderen Videos. Ich möchte hier versuchen, nur über die Produkte zu reden und euch vorzustellen, welche meine Favoriten sind. Und das ist definitiv auch ein Favorit. Kommt eben auch so mit so einem Pumper. Ganz, ganz toll. Ist auch ein definitiver Favorit. Dann kommen wir zur Kategorie Foundation. Und meine Lieblingsfoundation ist natürlich die Essence All About Matte. Matte. Das ist meine Lieblings Fresh Fit. Was habe ich jetzt gesagt? Essence All About Matte. Das ist das Puder. Das ist aber nicht einmal mein Favorit. Das heißt, die Essence Fresh Fit Foundation ist meine Favorit Foundation. Aber welche ich finde, die genauso gut performt, ist die von Kaya It's Iconic, a Liquid Silk Foundation. Ich mag die auch sehr, sehr gern. Das ist natürlich eine Fancy Foundation. Wir haben hier auch SPF drinnen. Das heißt eben, wenn man das mit dem Red Carpet Primer benutzt, hat man hier dann eben den SPF drinnen. Braucht man sich sozusagen nicht wegen der Sonne dann Gedanken machen. Also ich finde. Ich mag die genauso gern wie meine Essence, aber sie ist natürlich viel, viel, viel teurer und auch eher mehr so eine Special Occasion Foundation. Aber sie von der Performance, also ich würde euch natürlich die Essence empfehlen, weil sie viel, viel günstiger ist, aber die performt eigentlich fast ident wie die Fresh Fit. Sie ist ein bisschen dünnflüssiger wie die Fresh Fit, also sie ist vielleicht ein bisschen weniger. Ich will nicht sagen, dass sie weniger pigmentiert ist, aber sie ist von der Konsistenz etwas dünnflüssiger. Das ist das Einzige, wo sie sich sozusagen unterscheiden. Als nächstes habe ich Puder und ich habe es aufgebraucht. Und zwar ist es von Jeffree Star Cosmetics das Powder. Ich mag das, ich habe das sehr, sehr gern gemacht. Das habe ich aber auch in meinem Aufgebraucht darüber gequatscht, dass es eben so schwer ist. Das letzte Produkt habe ich einfach nicht mehr rausbekommen. Aber das ist definitiv von High-End, was ich jetzt bis jetzt getestet habe. Ist das mein Favorit, High-End Powder? Ich finde das sehr, sehr schön. Macht einen schönen Finish, es riecht gut. Aber eben der einzige Kritikpunkt ist, dass man es eben nicht rausbekommt. Aber ich würde das definitiv im Sale, würde ich mir das definitiv nachkaufen, weil ich es wirklich als ein sehr, sehr schönes Puder empfinde. Also das würde ich definitiv nachkaufen. Aber ich habe leider die Verpackung in den Müll gehauen. Das heißt, ich kann euch die Verpackung nicht zeigen. Aber ich habe euch natürlich ein Bild eingeblendet. Dann kommt natürlich Eyebrows. Und von Eyebrows, ich mag Eyebrow Gels am liebsten. Und ich habe jetzt dieses von Kai, dieses Full Brow Gel in Brown. Mag ich auch sehr, sehr gern. Aber auch hier würde ich jetzt persönlich einfach das von Essence mir kaufen. Aber das ist natürlich, wenn man sozusagen so viel Geld hat und es einem egal ist. Natürlich, das sind auch wundervolle Produkte, aber ich würde dann eher die von Essence mir besorgen. Aber finde das sehr, sehr schön, ja. Also ich finde das auch, das könnt ihr auch sehen, das hat eben so ein kleines, also es sieht eigentlich ident aus zu dem vom Essence, performt doch eigentlich extremst ähnlich und ja. Also das ist definitiv auch ein Produkt, das ich gern habe und das von mir ein Favorit ist.
Dann komme ich schon zur Kategorie Bronzer. Und Bronzer, ist, ich sag euch, Kaya hat sich halt wirklich in meine Make-up-Collection so reingeschlungen. Ich habe es ja erst, ich glaube, das erste Mal Kaya habe ich 2021. Oder fast 2020. Ich weiß, es war im Sommer in Schweden, weil ich meine Pinsel vergessen habe, habe ich dort Pinsel bestellt. Und da hat dann irgendwie meine Liebe für Kaya begonnen. Und jetzt könnt ihr sehen in den Favoriten, wir haben enorm viel Kaya, weil ich Kaya ganz, ganz toll finde. Und da haben wir auch den Bronzer, den ich auch schon enorm viel benutzt habe, wie ihr sehen könnt. Das ist eben so, so ein Hybrid, heißt das, das ist so ein Creme-Puder-Produkt. Und der ist wunderschön verblendet wie Butter, hat eben diesen Stewy-Look, aber ohne jetzt glitzermäßig zu sein. Wunderschön. Und die Verpackung ist auch wunderschön. Das ist ein richtiges Prachtstück, richtig, richtig schön. Kann ich euch nur mit enorm gutem Gewissen empfehlen. Richtig, richtig, richtig cooler Bronzer. Also enorm, enorm schön. Ja, also ich Kaya hat ja jetzt noch matte und auch so loose Bronzer, aber das ist doch immer das Beste. Also ohne Zweifel, das ist mega. Wir machen weiter in der Face-Kategorie und wie könnte es anders sein? Kaya übernimmt hier auch der Blush, dieser Hybrid Blush ist wunderschön. Ich habe jetzt nur eine Beispielsfarbe genommen, die ich schon öfters benutzt habe. Die Farbe in dem Sinn ist egal, also ich habe jetzt nicht die irgendwie speziell genommen, diese Farbe, sondern einfach nur, ich finde auch die Blush-Sticke sehr schön, aber ich finde einfach, das ist dann doch mein Favorite, also mag das schon sehr, sehr. Also ich mag diese und auch, also eben wenn man diese Dreierkombination benutzt, es ist so schön, es ist so schön. Und weil ich Dreierkombination gesagt habe, habe ich natürlich auch den Highlighter da drinnen, weil it's gorgeous. Also auch den habe ich ein gutes bisschen schon also benutzt, weil ich den, der ist so schön. Also ich nehme den immer auch, ich benutze die auch immer, diese Produkte, wenn ich möchte, dass mein Make-up einfach perfekt aussieht, benutze ich einfach die Kaya-Produkte, weil es ist so mega schön. Und die benutze ich auch nicht einfach nur so. Also, das sind meine Special-Produkte und ich liebe die und ja, wunderschön. Also ihr seht es ja, wunderschön. Und eben diese Dreier-Kombination, Leute. Oh, und es gibt so viel Gutes von Kaya. Es gibt Sachen von Kaya, die mir nicht gefallen. Zum Beispiel, ich bin kein Fan von den Lidschattenpaletten, aber diese Sachen, Leute. Oh, Leute, ihr verpasst was, wenn ihr das nicht habt. Also auch der Prime, auch der Prime. Also ich habe so viel von Kaya lieben gelernt. Also mega, mega Produkte, wirklich mega geile Sachen gibt es dort. Also ja, und dann habe ich aber noch einen, ich habe noch einen Highlighter genommen, und zwar von Jeffree Star Cosmetics, den Peach Goddess, den finde ich doch immer wunderschön. Das ist so ein richtig klassischer Highlighter, der hat viel mehr Wumms, in dem Sinn jetzt wie der von Kaya. Der hat zwar auch Wumms, aber der ist mehr natürlicher, würde ich jetzt sagen. Das ist mehr so ein klassischer, dieser 2016er Bam Highlighter. Also ich finde den richtig, richtig schön. Mag die Farbe auch sehr, sehr gern. Man könnte jetzt glauben, dass es zu dunkel für mich ist. Ist es aber wirklich überhaupt nicht. Es ist, performt viel, viel heller, als es im Pfändchen aussieht. Ich finde, was ich an dem mag, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Du bekommst, ich muss jetzt hier gucken, du bekommst 15 Gramm. Und ich meine, natürlich sind es High-End-Preise, aber 15 Gramm ist schon ein richtig guter Preis. Und deshalb waren die auch so beliebt, weil ich gucke jetzt gerade, hier bekommst du 10 Gramm, doch recht viel. Hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es so viel ist. Aber 15 ist natürlich doch noch 5 Gramm extra. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Ich finde die wirklich, wirklich schön. Dann habe ich noch eine Face-Palette genommen. Ich weiß, die war auch in meinen Original-Favoriten dabei. Und zwar die Too Faced Peach Glow Palette. Ich finde die wunderschön. Die ist richtig, richtig schön. Aber, meine lieben Leute, weil ich glaube, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Wenn es die natürlich gibt, dann ist es egal. Aber wenn ihr sagt, das ist nämlich die, das ist für mich die Kaya-Produkte in einer Palette, weil das ist ungefähr dieselbe Formulierung. Das sind diese Hybrids, also dieses Cream-Puder, diese Cream-Puder-Formulierung. Und ich liebe die Palette, das ist natürlich auch ein Favorit, aber ich bin überhaupt nicht wert, die auch in meinem aufgebraucht
inkludieren, weil ich überhaupt nicht sad bin, weil es gibt jetzt diese Produkte und die lösen sozusagen die Palette jetzt ab. Wenn es, ich glaube, die gibt es nämlich nicht mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht gibt es sie noch, ich weiß es nicht. Aber die sind genauso gut. Die gibt es natürlich auch in mehr Farben und die Palette gibt es ja nur in dieser Farbe. Also, ja. Also, ich liebe die, aber die haben sozusagen die Palette schon von ihrem Thron geworfen. Also, das sind meine Babys. Ich liebe die. Ich liebe die wirklich. Oh Gott, ich bin richtig verliebt. Ja, wirklich, ich finde die so toll. Dann machen wir uns zwar Mascara. Meine Lieblingsmascara im High-End-Bereich ist definitiv die Dude Proof von Jeffree Star Cosmetics. Ich liebe die. Die ist wunderschön. Die hat schmiert nicht, macht wunderschöne Lashes. Irgendwie geiles Packaging. Also mit dieser Peitsche. Es ist einfach iconic. Aber sie ist auch wunderschön. Also sie schmiert bei mir nicht. Sie macht schöne Wimpern. Das Einzige ist, sie wird dann, wenn sie dann langsam leer wird, wird sie schlechter wie am Anfang. Also das ist nicht so, weil es gibt ja manche Mascaren, die werden besser, wenn sie sozusagen bald leer werden. Das ist bei der nicht der Fall. Also die wird dann auf einmal denkst du so, was? Wo ist der Effekt hin? Also die ist definitiv eine, wenn sie frisch und neu noch ist und auch in der Mittelphase. Aber wenn sie dann so dem Ende zugeht, denkst du so, na, jetzt hat sich was verändert. Also da weiß man dann, okay, die ist dann tot. Aber wunderschön. Ganz, ganz tolle Mascara. Definitiv meine Favorit-Mascara. Ich liebe auch die von Kaya. Aber bis jetzt finde ich, die schmieren lang. Manchmal schmieren die bei Kaya bei mir. Und die hat das bis jetzt noch nie gemacht. Also das ist definitiv mein Platz 1. Plus sie ist super praktisch zum Abwaschen, weil sie diese Silikonformulierung hat. Das heißt, du, wenn du mit Öl kannst du sozusagen die Mascara abziehen. Das wären wie so kleine Silikonstückchen, würde ich sie jetzt beschreiben, die du dann so wunderschön abziehen kannst. Also ja, definitiv meine Favorit-Mascara. Was ich da habe, da haben wir es noch. Und zwar mein Lieblings-Setting-Spray. Jetzt haben wir, das ist jetzt dann das letzte, nein, nicht das letzte, vorletzte Produkt von Kaya. Und zwar mein Lieblings-Setting-Spray ist, ich liebe auch den Dewy Look, aber wenn ich eins, nur noch eins hätte, würde ich mich für The Extra Hydration entscheiden. Ich finde The Extra Hydration wunderbar, weil manchmal zum Beispiel der Dewy Look könnte für mich manchmal ein bisschen zu dewy sein im Sommer zum Beispiel. Bin ich ja eh schon etwas dewier, weil ich Mischhaut habe. Das heißt, im Sommer bin ich dann mehr öliger wie jetzt im Winter. Und The Extra Hydration funktioniert immer. Ist egal, ob ich ölig oder nicht bin. Das ist einfach nur verschmilzt, das Make-up verschmilzt wunderschön, es sieht wunderbar natürlich und es schmilzt so schön miteinander und es ist auch ein wunderschöner Sprüher und ich finde auch Preis-Leistungs-Verhältnis bei denen echt top, also ich muss dazu sagen, auch es gibt so geile Produkte von Kaya, es tut mir leid, aber richtig coole. Aber Lidschattenpaletten ist es nicht und das ist jetzt die nächste Kategorie, die ich hier habe. Und ich muss dazu sagen, meine Favorite, ich weiß noch gar nicht, wie ich da beginne. Ich beginne so, wie ich sie gestapelt habe. Einer meiner Favoritpaletten ist definitiv die Udens Eye X oder Plus Angelica Nyquist Paletten, die Hiela Palette und so sieht die aus. Wunderschön. Ganz, ganz toll. Wunderschöne Palette. Definitiv ein Favorite von mir. Ja, Packaging ist wunderschön, Qualität ist wunderschön. Lidschatten, Farben sind wunderschön. Top Palette. Also ich kann nur top sagen. Machen wir weiter. Ich habe drei Glamlight Paletten. Ich zeige euch gleich alle drei. Einmal habe ich die Pie Palette. Super cute. Das Packaging ist cute. Ich mag diese spielerische. Die Qualität ist auch wunderbar bei Glamlight. Ich liebe Glamlight-Lidschatten. Ganz, ganz toll. Definitiv super toll. Die nächste Glamlight-Palette ist der Pink Donut oder Glam Donut, Entschuldigung. Und zwar so sieht der aus. Auch mega schön. Ja, top. Richtig schön. Ist natürlich, man könnte jetzt sagen, das ist so ein bisschen unpraktisch, aber dann kauft man sich keine Glamlight-Lidschatten, weil die sind etwas unpraktisch, aber voll cool. Und dann habe ich auch noch von Glamlight die Painter-Palette. Heißt die so? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie heißt so. Und die ist auch
Die ist also eine Rainbow-Palette, ein richtiger, richtiger Traum, wunder, wunderschön. Ich kann da gar nichts Negatives sagen. Top-Palette, ja, richtig cool. Also, ja, ist in meinen Favoriten. Das sind meine Favorite High-End-Paletten. Wenn ich nur noch die hätte, würde ich weinen. Natürlich würde ich weinen, weil alle meine anderen Lidschatten-Paletten weg wären. Aber ich würde es überleben. Ich würde es überleben. Dann von Kaleidos die Club Nebula Palette, auch von Angelika Nyquist. Ich hoffe, sie macht irgendwann ihre eigene Beauty Brand, weil sie macht richtig coole Sachen. Und auch hier bin ich sowas von zufrieden. Richtig geile Palette. Grungy Töne haben wir hier drinnen. Die Duochromes, richtig, das ist einfach toll. Packaging auch hier, wunderschön, was soll man sagen. Dann eine Palette, die ich nicht gedacht habe, die es hier reinschafft. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen ein Spoiler, weil ihr seht, wie viel ich aufgebraucht habe. Die ist nämlich auch in meinem Aufgebraucht dabei. Und zwar ist es von Jeffree Star Cosmetics die Thirsty Palette. Die habe ich im Sommer und dann auch noch weiter sehr, sehr extremst gerne benutzt. Die ist wunderschön. Es sind so richtig softe, basic, schöne, romantische Looks, die ich mit der Palette geschminkt habe. Und so sehen jetzt auch die Palette aus. Ist natürlich ein bisschen zerstört. Also ich habe die so, also ich benutze, ich will die noch immer benutzen, weil ich finde die so schön. Und ihr seht, das ist meine meistverwendetste Palette von denen, die ich jetzt hier dabei habe. Aber mega. Die gibt's nicht mehr. Ich weiß, Leute, die gibt's nicht mehr. I'm sorry. Und ich habe die erst so spät begonnen zu benutzen, obwohl es die ja, also ich habe die gekauft, wie sie rausgekommen ist. Ich glaube, die ist, oh Gott, ist, oh Gott, wann sind die rausgekommen? 2018? Nö, oder? 2018, 19? Sowas, ich glaube. Also, wunderschön. Ich hätte ich nicht gedacht, aber irgendwie hat die voll mein Herz erobert. Wirklich. Ich habe die, also ich habe die wirklich sehr oft so eine Woche hintereinander benutzt. Weil ich wollte sie einfach die ganze Zeit benutzen. Also ich habe mich nicht zwingen müssen. Ich habe nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich die, also ich wollte die ganze Zeit benutzen. Und es sind noch immer so viele Looks, die ich mit der Palette noch nicht geschminkt habe, die ich noch immer machen möchte. Ja, wunderschön. Qualität ist auch verblendet wie Butter. Die Schimmer sind voll cool. Das ist nämlich eine andere Schimmerformulierung. Ich weiß, manche wollten die nicht, aber ich find die mega. Also für mich ist das definitiv ein Favorite. Jetzt machen wir noch die Lippen. First up. Und zwar haben wir von Too Faced. Das ist jetzt einfach so ein Kit, was ich habe. Und zwar mit ihren Liquid Lipsticks. Ich finde High-End ist so... Was muss man im High-End-Bereich sozusagen kaufen? Liquid Lipsticks. Also ich habe bis jetzt noch nie wirklich geile Drogerie-Liquid Lipsticks gefunden. Also so richtige Liquid Lipsticks, die dann trocknen und wo dann wirklich sozusagen du wen abknutschen kannst und da wird nichts passieren. Also da habe ich bis jetzt noch nie leider in meinen 3 Jahren YouTube, die ich jetzt auch schon mache, habe ich leider nie welche gefunden. Wenn das passiert, natürlich, ich werde auch die Drogerie-Favoriten. Ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr noch updaten werde oder vielleicht, also Drogerie sehe ich schon. Aber High-End-Favoriten und Drogerie-Favoriten, ob ich es nächstes Jahr nochmal update, das kommt halt darauf an, wie viel sich ändert. Also, ich will ja nicht genau dasselbe Video nächstes Jahr wieder machen. Aber wir gucken einfach, was sich ändert, was kommt neu auf dem Markt raus. Also, es ist ja, es ist immer was los, es ist immer was zum Testen und ja, spannend. Aber auf jeden Fall, die muss ich sagen, wunderschön. Und es sind, also meine Lieblings-Liquid-Lipsticks sind die von Too Faced, die performen wunderschön. Genauso gut performen die von Jeffree Star Cosmetics. Ich habe hier das Nude Vault. Ich muss dazu sagen, ich finde das... ich werde ja geschlagen. Ich finde das wunderbar. Das kostet normalerweise, kostet das weiß ich auswendig, das kostet 160 Euro. Ja, ich habe es für 160 Euro gekauft. Yes, I'm a sick person. Aber du bekommst natürlich enorm viel. Plus, ich würde euch sagen, das ist oft Black Friday. Es gibt oft so gewisse Sale-Momente. Es muss ja nicht Black Friday. Es gibt einfach im Jahr, irgendwann gibt es immer, man muss einfach nur Ausschau halten, gibt es Sale-Momente. Das im Sale, wenn das, keine Ahnung, nur 100 kostet, also nur, das ist auch noch viel Geld, ich weiß. Aber wenn das sozusagen 60 Euro weniger kostet,
ist es es definitiv wert. Also du hast alles. Du hast wirklich alles hier drinnen. Also es ist mega, es ist super hochwertig, also es ist nicht so billig oder irgend sowas gemacht. Also da ist schon, und das muss man schon sagen, man kann über Jeffree Star, kann man alles, das diskutieren wir gar nicht, aber das Make-up ist immer super hochwertig und wirklich mit viel Liebe und Details auch gemacht. Also wirklich, wirklich schön und die kann ich euch auch nur mit gutem Gewissen empfehlen. Das heißt, Liquid Lipsticks ist bei mir Too Faced und Jeffree Star. Da hat sich nichts geändert. Habe noch nicht welche besseren gefunden, muss ich euch dazu sagen. Aber das letzte, was in der Kategorie High-End Favoriten jetzt noch dabei ist, ist, wir beenden das Video mit Kaya, weil es hauptsächlich, liebe Leute, es waren hauptsächlich Kaya-Produkte. Kaya hat meine Favoriten übernommen. Ja, also ich würde gerne, ich muss mir das dann, vielleicht gucke ich mir das dann, nachdem ich das jetzt dann auch gefilmt habe, was es vor ein oder zwei Jahren für Favoriten waren, weil es hat sich enorm viel geändert. Ich glaube, da war nicht einmal ein Kaya-Produkt dabei und jetzt ist es hauptsächlich Kaya, also es hat sich viel geändert. Ein paar Sachen sind gleich geblieben, aber es hat sich enorm viel verändert. Und das letzte Produkt, es ist so toll, oh mein Gott, das ist, also das braucht jeder von euch. Also das, also wenn ihr so ein Clear Lippenpflege, was auch, es ist ein Lip Oil mit SPF 30. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist wie so ein, die Lippen schauen so dewy, sie schauen so schön aus. Es ist durchsichtig. Es ist durchsichtig. Du kannst natürlich einen Lip Liner oder sowas drunter haben, aber es ist so schön. Es ist nicht, es pickt nicht zusammen. Es ist eben ein Lip Oil und es sieht so schön aus. Also, this is, also ich habe eins, nämlich das ist jetzt das Neue, was ich gekauft habe. Ich habe noch ein altes und das habe ich fast aufgebraucht. Ich habe das im Sommer, ich habe das die ganze Zeit benutzt. Es ist so, so schön. Also es ist enorm schön. Also ich glaube, vielleicht packe ich das auch noch in meinem Aufgebraucht rein, weil es ist mega. Es ist wirklich mega, mega schön. Also ich mag auch den Applikator. Am Anfang war ich nicht so, ob ich es wirklich mag. Aber ich muss sagen, ich mag das. Du bekommst schön das ganze Produkt raus. Du kannst wirklich sozusagen die ganze Tube wirklich schön auf. Weil oft bei so Lipgloss oder sowas hast du ja dann oft so am Boden noch so Produkt drinnen, dass du einfach nicht mehr, du bekommst es einfach nicht raus. Und hier hast du halt wirklich, bekommst du alles raus. Das ist ein richtig, richtiger Favorit von mir geworden. Also, wenn man wirklich diese gepflegten, wunderschönen, perfekten Lippen haben möchte, this one. It's amazing. It's wirklich amazing. Aber meine Lieben, das waren jetzt meine High-End-Favoriten. Und das sind alles Schätze, die vor mir liegen, die ich mit größtem Respekt habe. Und sie auch alle enorm liebe und schätze. Und ich bin so ein Thank you for being in my life. Die machen dann so, mit denen sich zu schminken, macht einfach Spaß. Und es ist natürlich auch lustig für euch und ist auch interessant, welche Produkte nicht funktionieren. Aber das sind alle Schätze. Also wenn ihr von diesen Sachen irgendwas in eurer Collection habt, kann ich euch nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt richtig, richtig geile Produkte in eurer Collection, weil das sind alles, kann ich euch mit gutem Gewissen sagen, das sind super Produkte, die ich von ganzem Herzen liebe. Aber jetzt, meine Lieben, würde ich sagen, beende ich das Video. Es ist sehr, sehr positiv. Ich liebe die positiven Erfolge bzw. tollen Produkte zu zeigen. Das macht immer total viel Spaß. Und jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir. Könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das kommt natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir also in die Kommentare. Ich liebe es wirklich, von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir so gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch wieder. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!